Ich bedanke mich sehr herzlich. Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt. Danke schön. Das sind die Worte. Alles klar, danke schön. Zu Tagesordnungspunkt 14, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Hessisches Gesetz zur Regelung des Übergangszeitraums nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs, Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union, verbunden mit dem Tagesordnungspunkt 37, das ist der dringliche Antrag der Fraktion. Ein bisschen mehr Ruhe. Sie können auch in Ruhe den Saal verlassen. Verbunden mit Tagesordnungspunkt 37, das ist der dringliche Antrag der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Fraktion der SPD, Fraktion der Freien Demokraten, Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und die Auswirkungen auf Hessen. So, jetzt sind hier Wortmeldungen abgegeben. Und wir beginnen mit, mit Herrn Utter für die CDU. Bitte schön, Herr Utter, Sie haben das Wort. Alles klar. Oder habt ihr euch anders geeinigt? Erst kommt die Berichterstattung. Bitte schön, dann berichten Sie ruhig, Herr Utter. Sind Sie Berichterstatter? Ismail Tippis Berichterstatter. Ist alles in Ordnung, Frau Scheuch-Paschkewitz? Alles klar. Bitte, Ismail Tippi hat das Wort zur Berichterstattung. Wir freuen uns darüber sehr. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Europaausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Herr Präsident, vielen herzlichen Dank. Der Dank ist ganz unsererseits, lieber Herr Tippi. Wir bedanken uns für die Berichterstattung. Und nun darf ich das Wort dem Abg. Utter geben. Sie haben das Wort. Bitte schön, Herr Utter. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 4 Wochen vor dem möglichen Ausscheiden Großbritanniens gibt es noch immer keine Klarheit darüber, wie, wann, ja nicht einmal ob der Brexit stattfinden wird. Dies ist ein absolutes Armutszeugnis der britischen Politik. Wenn man sich in den nächsten Tagen in London nicht einigt, dann wird Großbritannien am 29. März ohne jede Übergangsregelung aus der Europäischen Union ausscheiden. Das würde bedeuten, dass die Folgen des Brexits für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft besonders schmerzlich werden. Die Europäische Union ist dem Austrittsabkommen der britischen Regierung sehr weit entgegengekommen. Doch die Unfähigkeit zum Kompromiss scheint wie ein Virus die internationale Politik befallen zu haben. Wir hoffen weiterhin darauf, dass die Politik in Großbritannien doch noch Regelungen für geordnete Verfahren ermöglicht. Die Europäische Union hat immer wieder angeboten, dazu bereit zu sein und auf unsere britischen Freunde und Nachbarn zuzugehen. Aber auch Europa muss in diesem Verfahren seine Interessen vertreten und seine Grundüberzeugungen verteidigen. Wir hoffen weiterhin, dass die Politik in London die ausgestreckte Hand ergreift und die realistischen und machbaren Lösungen bereit ist. Wir appellieren an die Verantwortungsträger, verantwortlich zu handeln und einen Hard Brexit unbedingt zu vermeiden. Notfalls muss der Austritt verschoben werden. Auch eine weitere Volksabstimmung ist ja nun nicht mehr ganz unrealistisch. Falls es doch noch zu einer Annahme des Austrittsabkommens kommt, dann kann das vorliegende Gesetz seine Wirkung entfalten und den Übergang in Hessen regeln. Mit diesem Gesetz treffen wir wichtige Vorkehrungen für den Abschied Großbritanniens. Wir arbeiten daran, dass die negativen Auswirkungen so weit wie irgend möglich abgefedert oder ganz verhindert werden. Wir haben schon vor Jahren die Strukturen geschaffen, damit den Bürgern und der Wirtschaft in Hessen für alle Fälle und alle Eventualitäten Unterstützung, Information und kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Was in Hessen getan werden konnte, das haben wir getan, um den Schaden abzuwenden und die Chancen zu nutzen. Bei der Vorbereitung der zweiten Lesung im Europaausschuss wurden keine Änderungsanträge gestellt.
Dem Ausschuss wurden die Unterlagen der schriftlichen Regierungsanhörung zur Verfügung gestellt. Einwände gegen das Gesetz wurden nicht vorgebracht. Daher spricht die Koalition für die Verabschiedung des Gesetzes zur Regelung des Übergangs. Der Bundestag und andere Bundesländer haben ähnliche Gesetze bereits verabschiedet. Aufgrund der Landtagswahl im vergangenen Oktober mussten wir ein schnelles Verfahren wählen, damit die Verabschiedung noch vor dem 29. März gelingen kann. Gleichzeitig beraten wir jetzt auch mit dem Gesetz einen dringlichen Antrag von CDU, Grünen, SPD und FDP. Mit diesem Antrag drückt der Hessische Landtag sein Bedauern über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union aus und betont, dass auch nach dem Austritt die engen Beziehungen fortbestehen sollen. Die lange Freundschaft unseres Landes mit Großbritannien wollen wir weiterhin pflegen und fortsetzen. Damit besonders Punkt 4 des Antrags noch vor dem 29. März umgesetzt werden kann, ist es notwendig, dass dieser Antrag nicht in den Ausschuss überwiesen wird, sondern heute vom Landtag angenommen wird. Dann ist es möglich, dass die Landesregierung in der nächsten Sitzung des Europaausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Wohnen über den Stand der Vorbereitungen informiert. Hessen hat sich bereits früh auf den Brexit vorbereitet, soweit man das überhaupt kann. Es wurden Beratungsstrukturen geschaffen, und es wurden Informationsbroschüren erstellt. Die Krise rund um den Brexit ist auch eine Chance, neu über die Europäische Gemeinschaft nachzudenken. Ich wünsche mir, dass die Europawahl 2019 für eine engagierte Debatte über die Weiterentwicklung der EU genutzt wird. Die Grundlagen für die europäische Integration sind gemeinsame Werte der europäischen Nationen. Diese Union der Werte basiert auf der Wahrung der Menschenrechte, der Demokratie sowie auf Recht, Freiheit, Toleranz und Vielfalt. Wir als CDU stehen klar und unmissverständlich für die europäischen Werte und gegen nationale Egoismen ein. Eine funktions- und zukunftsfähige Europäische Union ist die Grundlage für Frieden, Freiheit und Wohlstand. Das ist unser nationales Interesse. Dafür setzen wir uns ein, für ein starkes Hessen in einem geeinten Europa. Herzlichen Dank, Herr Utter. Als nächste Rednerin hat sich gemeldet Frau Abg. Scheuch-Paschkewitz für die Fraktion DIE LINKE. Sie haben das Wort. 5 Minuten, verehrte Frau Scheuch-Paschkewitz. Vielen Dank. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, liebe Gäste! Wir als LINKE werden uns heute zu diesem Antrag enthalten. Die neuesten Entwicklungen sowohl auf britischer Seite als auch auf der Seite der EU sind sehr verwirrend, aber ich gebe die Hoffnung auf einen Aufschub oder ein neues Referendum nicht auf. Aber mit Verlaub, alle technischen und technokratischen Lösungsversuche reichen nicht aus, um ein politisches Problem zu lösen. Wir müssen uns endlich auch für eine andere Politik einsetzen und somit politisch das Leben in der EU verändern. Politisch das Leben innerhalb der EU verändern heißt, es zugunsten der Mehrheit der Menschen zu verändern. Das bedeutet konkret eine Gesetzgebung, die die sozialen Rechte vor alle anderen stellt. Ja, auch vor die Interessen von Banken und Konzernen, meine Damen und Herren. Wir wollen nicht, dass immer mehr Menschen sich von der Idee eines geeinten, friedlichen Europas abwenden. Ganz im Gegenteil. Aber wer das nicht möchte, der muss mit der bisherigen Politik tatsächlich brechen. Eine Politik, die die Menschen als abgehoben und als Politik des großen Geldes, des Kapitals wahrnehmen. Wir hingegen streiten für eine Gemeinschaft, die so gestaltet ist, dass Menschen sich nicht abwenden, sondern sich wünschen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Aber dazu gehört dann auch, dass die besten Standards eines Landes für alle gelten und nicht umgekehrt.
Dazu gehört auch eine Freizügigkeit, die eben nicht dazu führt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegeneinander ausgespielt werden. Und dazu bedarf es dann auch eines europaweiten Mindestlohns, der das gewährleistet. Wir brauchen endlich ein europaweites Investitionsprogramm für Beschäftigung, Wohnen und eine gute Infrastruktur und vor allen Dingen Investitionen in den sozial-ökologischen Umbau. Das wäre im Übrigen auch das beste Mittel gegen den erstarkenden Rassismus und Nationalismus. Meine Damen, meine Herren, wenn die EU auf lange Sicht nicht kentern will oder, was auch möglich ist, das Ruder von Faschisten und Rassisten übernommen wird, dann muss sie schleunigst umsteuern. Umsteuern hin zu einer konsequenten Sozial- und Friedenspolitik, und beide Felder hängen maßgeblich miteinander zusammen. Wir müssen weg von einer absurden Aufrüstungsspirale, weg von einer Politik der Eskalation, auch gegenüber Russland, und weg von einem imperialen Gehabe gegenüber den Ländern des globalen Südens. Sei es in Form von unfairen sogenannten Freihandelsabkommen oder dem Überfluten ihrer Märkte durch subventionierte EU-Agrarprodukte. Das wäre ein erster und guter Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Und dann wollen Menschen auch wieder gerne Mitglied in der EU sein. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als Nächste zu Wort gemeldet hat sich die Abg. Schmidt für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Schmidt, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es kommt eigentlich nicht so oft vor, dass man über ein Gesetz reden muss, das man am liebsten gar nicht einbringen würde. Und ja, ganz persönlich hätte ich mir gewünscht, dass sich die Briten nie für einen Brexit entschieden hätten. Aber letztlich müssen wir diese Entscheidung der britischen Bevölkerung akzeptieren und uns mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Das vorliegende Brexit-Übergangsgesetz, das wir heute in der zweiten Lesung diskutieren, ist eine dieser Konsequenzen. Denn dieses Gesetz schafft im Falle eines geregelten Brexits während der geplanten Übergangsphase Rechtsklarheit für die Bürgerinnen und Bürger und für Unternehmen. Inzwischen werden die Rufe lauter, die den Brexit wieder rückgängig machen wollen. Besonders junge Menschen, die ihre Zukunft in Europa sehen, haben erkannt, welche Gefahren in einem Austritt aus der EU bestehen. Aber nicht nur die jüngeren Briten denken so. Das Nein zum Brexit geht durch alle Bevölkerungsschichten. Die Verhandlungen mit der EU in Brüssel ziehen sich bis zum heutigen Tag. Und es ist immer noch nicht klar entschieden, was am 29. März denn nun eigentlich passiert. Und gerade heute Nachmittag hat uns die Meldung erreicht, dass Theresa May das Parlament über eine Brexit-Verschiebung abstimmen lassen will. Damit ist der Nervenkrimi aber noch lange nicht ausgestanden. Aber was am Ende passiert, der Brexit darf nicht das Ende unserer Partnerschaft mit Großbritannien sein. Großbritannien ist und bleibt Teil unserer Werte- und Handlungsgemeinschaft in Europa. Und dieses Europa steht mit oder ohne Großbritannien vor großen Herausforderungen. Ob es sich um Klimaschutz handelt, um Migration oder um Sicherheit oder andere wichtige Entscheidungen für ein gutes Zusammenleben. Am Ende eines jeden Abkommens muss eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der EU und Großbritannien stehen. Denn am Ende geht es um die Zukunft des gemeinsamen europäischen Projektes.
Wenn wir unser europäisches Gemeinschaftsgefühl vertiefen wollen, und darum sollte es vor allem gehen, müssen wir lernen, uns gegenseitig über eine Zugehörigkeit zu einem Mitgliedstaat hinaus als individuelle Europäerinnen und Europäer zu sehen und auch anzuerkennen. Aber klar ist auch, dass mit der Entscheidung für den Brexit eine Entwicklung sichtbar wurde, die sich schon seit Längerem auch in anderen Ecken des Kontinents angedeutet hat, nämlich eine offene Ablehnung des europäischen Einigungsprozesses und unter dem Banner der nationalen Selbstbestimmung eine Rückkehr zum Nationalismus. Solchen Tendenzen müssen wir uns mit aller Kraft entgegenstellen. Es darf keine Zukunft sein, dass durch Kleinstaaterei und nationale Egoismen diese wunderbare Idee einer großen Solidargemeinschaft zerstört wird. Denn Begriffe und Realitäten wie Nation, Nationalstaat oder nationale Souveränität sind alles andere als von Natur aus gegeben oder von Gott gewollt, sondern es sind historische Konstrukte, die in der Vergangenheit immer wieder gezeigt haben, dass sie nichts zu Gutem führen. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass wir seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa keine großen zwischenstaatlichen Kriege mehr erlebt haben. Nie zuvor waren so viele europäische Länder freiheitliche Demokratien, von denen sich die meisten in den gleichen politischen, wirtschaftlichen und sicherheitsspezifischen Gemeinschaften wiederfinden. Historisch gesehen ist das eine außergewöhnliche Leistung, dass die Idee Europas so entstanden ist, auch wenn wir dies heute als Selbstverständlichkeit ansehen. Aber es ist eben keine Selbstverständlichkeit. Das hat uns die Entscheidung für den Brexit klar vor Augen geführt. Denn eine solche Entscheidung hat weitreichende Folgen für uns alle, die wir hier in Europa leben. Einheit und Vielfalt ist ein Gegensatz, den unsere europäische Geschichte in all den Jahren ausgezeichnet hat und immer noch auszeichnet. Nur durch diesen Gegensatz konnte die europäische Idee überhaupt zu einem so großen Erfolg werden. Europa wird stärker sein, wenn es all diesen Formen von Vielfalt Raum gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schmidt. Nächster Redner ist der Kollege Bolldorf für die Fraktion der AfD. Bitte schön, Sie haben das Wort. 5 Minuten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beraten in der heutigen Debatte in zweiter Lesung ein hessisches Brexit-Übergangsgesetz, das vorsieht, eine Generalklausel in das Landesrecht aufzunehmen, nach der Bezugnahmen im Landesrecht das Vereinigte Königreich auch während der Übergangsphase als Mitglied der EU und der Europäischen Atomgemeinschaft erfassen. Dadurch soll Rechtssicherheit für unterschiedliche Szenarien in der Brexit-Angelegenheit geschaffen werden. Meine Damen und Herren, ich stelle es gleich vorweg. Niemand kann vernünftigerweise den harten, ungeordneten Brexit ernsthaft wollen, denn dieser hat nicht nur negative Auswirkungen für Großbritannien, sondern auch für den international ausgerichteten Wirtschaftsstandort Hessen. Er hat ganz direkten Einfluss auf die Menschen, etwa in den Bereichen Tourismus, Flugverkehr und Telekommunikation. Es liegt daher besonders im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger, einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Wir brauchen kein politisches und wirtschaftliches Chaos, sondern wir brauchen Rechtssicherheit und geordnete Wirtschaftsbeziehungen. Die EU hat das bisher durch ihre Blockadehaltung riskiert. Da bin ich anderer Meinung als der Kollege Utter, der der Meinung war, dass es von Großbritannien alleine, wenn ich es richtig verstanden habe, ausgeht. Aber offensichtlich hat auch bei der EU ein Umdenken stattgefunden.
Einen leichten Anlass zur Hoffnung gibt jetzt das Agieren der EU-Unterhändler in der Brexit-Angelegenheit. Ein Bericht von Spiegel Online vom 22. Februar ist zu entnehmen, dass sich Vertreter der britischen Regierung am vergangenen Donnerstag mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier getroffen haben, mit dem Ziel, die kurzfristige Möglichkeit eines Deals zu erörtern. Gemeint ist damit eine gemeinsame interpretative Erklärung, die derzeit zwischen den Verhandlungsparteien erarbeitet wird und sich mit der temporären Natur des Backstops auseinandersetzt. Das, meine Damen und Herren, ist genau die konstruktive Herangehensweise, die in der vergangenen Brexit-Debatte hier im Landtag auch von der AfD-Fraktion angemahnt wurde. Es braucht faire Nachverhandlungen und Änderungen zum bestehenden Austrittsabkommen, die eine beiderseitige Anerkennung des Vereinbarten sicherstellen. Nur wenn auch die EU die Bereitschaft zu bedeutsamen rechtsverbindlichen Veränderungen der bestehenden Verhandlungslage signalisiert, gibt es eine Chance zum Durchbruch in buchstäblich letzter Minute. Interessant, meine Damen und Herren, in diesem Kontext ist nun die neuerliche Erwägung der EU, einer Verschiebung des Brexit bis 2021 zuzustimmen, wenn Großbritannien darum bitten würde und sich zu Änderungen an den Brexit-Planungen bereit zeige. Die EU vollzieht damit einen fundamentalen Kurswechsel von der bisherigen Linie, alle Änderungen am Vertragswerk kategorisch abzulehnen. Wir halten dieses Entgegenkommen für vernünftig und begrüßen die Abkehr von der destruktiven Blockadehaltung. Wir blicken daher mit großem Interesse, meine Damen und Herren, auf die neue, möglicherweise finale Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus, die spätestens zum 12. März stattfinden wird. Scheitert die Abstimmung, folgt entweder eine Verschiebung oder aber ein ungeordneter Brexit. Letzteres ist sicher nicht in unserem Interesse. Und eben wurde schon erwähnt von der Kollegin, nach einem Bericht von NTV von heute 14 Uhr bietet die britische Premierministerin dem Parlament, also im Unterhaus, nun drei Alternativen an, darunter unter anderem auch eine Brexit-Verschiebung. Und hierüber soll innerhalb von ergebnisorientierten Folgeterminen entschieden werden. Das heißt also im Klartext, wenn das eine nicht durchgeht, wird das nächste abstimmt und irgendwann zum Schluss, leider Gottes, wäre dann der Brexit an der Sache dran. Allerdings sind Forderungen, die die Labour Party hier vorträgt, nach einem neuen Referendum nicht zielführend. So lange abstimmen zu wollen, bis einem das Ergebnis passt, ist ein gedanklicher Irrweg. Zum Gesetzentwurf selbst vertritt die AfD-Fraktion die gleiche Auffassung wie in der ersten Lesung Anfang Februar. Der Gesetzentwurf für ein hessisches Brexit-Übergangsgesetz schafft Rechtsklarheit für den Rechtsanwender und schreibt die bisherige Rechtslage fest. Er ist eine rechtspolitische Folge dessen, was auf Bundes- und EU-Ebene bisher gesetzgeberisch beschlossen wurde. Allerdings verwundert ein wenig, dass der Gesetzentwurf nicht wie in den anderen Landtagen von der Regierung, sondern im Rahmen einer parlamentarischen Initiative der Koalitionsfraktionen eingebracht wurde. Herr Kollege, ich muss Sie an die Redezeit erinnern. Redezeit ist zu Ende, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Die AfD-Fraktion wird der Beschlussempfehlung des Europaausschusses und damit dem Gesetzentwurf auch in zweiter Lesung zustimmen. Ein letzter Satz zu dem dringlichen Antrag der CDU und Grüne und SPD und Freie Demokraten ist eigentlich inhaltlich zielführend. Wir konnten es in der Fraktion noch nicht besprechen, aber ich denke, wir können der Sache näher treten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Bolldorf. Nächste Rednerin für die Fraktion der SPD ist die Kollegin Carina Fissmann. Sie haben das Wort, 5 Minuten vereinbart. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem der Europaausschuss in der letzten Woche getagt hat, beschäftigen wir uns heute erneut mit dem Gesetzentwurf zur Regelung der Übergangsphase nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs, Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union, dem hessischen Brexit-Übergangsgesetz. Das Unterhaus entschied sich gegen das vorgebrachte Austrittsabkommen. Ein harter Brexit droht.
Wie es aber tatsächlich weitergehen wird, steht heute noch definitiv nicht fest. Nach den Nachrichten von gestern fordern Labour-Abgeordnete sogar eine erneute Abstimmung über den Verbleib in der Europäischen Union. Bei einer neuerlichen Abstimmung dürfte sich nach aktuellen Umfragen eine klare Mehrheit für den Verbleib in der EU aussprechen. Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk sprach von einer vernünftigen Lösung und begründete seine Empfehlung für den Aufschub mit dem Verweis auf die Situation, in der wir uns gerade befinden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nichtsdestotrotz, die Bundesländer stellen mit einem Brexit-Übergangsgesetz nun klar, in welchen einschlägigen Bestimmungen unseres Landes das Unionsrecht weiterhin gilt und in welchen eben nicht, aber eben nur, wenn es zu einem geregelten Austritt kommt. Deshalb sollten wir als Abgeordnete des Hessischen Landtages keine Panik verbreiten, aber aus Sicht meiner Fraktion dennoch die Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Unternehmen über mögliche Folgen aufklären. Für uns ist es wichtig, dass die Hessische Landesregierung, wie alle übrigen Bundesländer auf Bundesebene auch, entsprechende Weichenstellungen trifft. Wir als SPD-Fraktion haben einen dringlichen Antrag gemeinsam mit CDU, Bündnis 90, den Grünen und FDP eingebracht, da es unser aller Anliegen sein sollte, dass die engen Beziehungen zum Vereinten Königreich von Großbritannien und Nordirland auch nach einem möglichen Austritt weiterhin fortbestehen sollten. Einen ungeordneten Austritt wollen wir im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Unternehmen vermeiden. Wir benötigen daher eine praxistaugliche Übergangsregelung für die in Hessen lebenden britischen Staatsangehörigen, die z.B. bei Banken in Frankfurt arbeiten, für kleine hessische und britische Unternehmen, die vielleicht nicht die Ressourcen haben, sich mit der Problematik auseinandersetzen zu können und sich deshalb auf die Landesregierung verlassen müssen, sowie für den internationalen Luftverkehr und die Zollabfertigung am Frankfurter Flughafen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine Beratung im Europaausschuss und im Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Wohnen soll dazu beitragen, die verschiedenen Bereiche zu beleuchten, genauso wie es in der Vergangenheit regelmäßig gehandhabt wurde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Fissmann. Das war die erste Rede der Kollegin Fissmann hier im Hessischen Landtag. Ich darf im Namen des gesamten Hauses gratulieren. Nächster Redner ist für die Fraktion der Freien Demokraten der Abg. Stirböck. Bitte schön, Herr Stirböck, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der europäische Gedanke ist zu groß für eine kleingeistige, kleinkarierte Debatte. Europa sollte uns ein gemeinsames Signal und ein gemeinsames Vorgehen wert sein. Das war mein Credo in der ersten Lesung des Brexit-Übergangsgesetzes. Die Freien Demokraten begrüßen, dass nun unser damaliger Dringlichkeitsantrag mit einer kleinen redaktionellen Glättung zum gemeinsamen Antrag von Koalition und einigen Oppositionsparteien geworden ist. Damit sichern wir einerseits, dass die Landesregierung im Europaausschuss über die Vorbereitung eines No-Deal-Szenarios berichten kann. Andererseits ist es bei allen politischen Unterschieden in der Frage der Ausrichtung des Vereinigten Europas das von uns erhoffte starke politische Zeichen der hessischen Landespolitik für ein starkes Europa. Und kurz vor den Europawahlen ist diese Gemeinsamkeit, wie ich finde, keine Selbstverständlichkeit.
Diese Gemeinsamkeit zeigt, dass die große Mehrheit in diesem Hause verstanden hat, dass wir die Europadebatte nicht den Europahassern überlassen dürfen. Was passiert, wenn sich die politische Klasse orientierungslos in taktischen Klein-Klein verhakt? Das sieht man beispielsweise und beispielhaft in Großbritannien. Die fehlende Linie der Tories und die fehlende Haltung von Labour haben das britische Desaster erst möglich gemacht. Auch 31 Tage vor Ablauf der Frist ist alles und auch nichts möglich. Die Liberaldemokraten in Großbritannien setzen sich schon seit Langem für ein zweites Referendum ein. Mit der gestrigen Entscheidung von Labour für ein zweites Brexit-Referendum steigt die Chance, dass Großbritannien vielleicht doch in der Union bleibt oder zumindest der Austritt verschoben wird. Eine Verschiebung macht aber nur dann Sinn, wenn klar ist, welches Ziel diese Verschiebung hat. Eine Abstimmung über den May-Brexit, über einen anderen Brexit oder über den Ausstieg vom Brexit? Wir wissen es nicht. Aufschieberitis hat oft etwas mit Verdrängung von Realitäten zu tun. Selten löst sie Probleme. Beunruhigend aus Sicht der Freien Demokraten. Es gibt im Unterhaus immer noch keine klare Mehrheit für ein bestimmtes Szenario. Selbstverständlich werden wir Freien Demokraten dem Brexit-Übergangsgesetz zustimmen, dass das geordnete Ausscheiden flankieren soll. Sehr geehrter Herr Molldorf, es hat hier auch keine Blockadehaltung der Europäischen Union gegeben, sondern eine Verhandlung der EU mit einer gewählten britischen Regierung. Die EU kann nichts dafür, dass Großbritannien zurzeit politisch etwas desorientiert ist. Aber wir wollen ein ungeordnetes Ausscheiden vermeiden, allerdings nicht um jeden Preis. Das Karfreitagsabkommen muss geachtet werden. Die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien müssen beispielsweise gesichert werden. Unabhängig von der Frage von Deal oder No Deal, wir sind gut beraten, alles dafür zu tun, Europa besser zu machen. Europa braucht mehr Europa. Europa muss größer denken. Das will ich an einem Beispiel deutlich machen, das für Hessen von großer Bedeutung ist. Die Brexit-Debatte ist eine Chance, die Kapitalmarktunion dynamischer als bisher voranzubringen. Nur wenige Maßnahmen zur Kapitalmarktunion sind bisher umgesetzt. Es fehlt dabei erkennbar an Schwung. Zwar haben Brexit-bedingt schon jetzt rund 50 Finanzdienstleister den EU-Hauptsitz nach Frankfurt gelegt. Es sollten aber nicht nur die Hauptquartiere kommen, sondern auch die Arbeitsplätze. Stand jetzt verlässt der größte Kapitalmarkt der EU die Union. 80% der Finanzdienstleistungen kommen aus UK. Deshalb ist es gerade jetzt für den Standort Hessen wichtig, den EU-27-Kapitalmarkt zu stärken. Die fehlende Konvergenz in der EU ist ein Ansiedlungshindernis für Dienstleister aus Drittstaaten. Einheitliche Regeln brauchen wir auch, um im globalen Kapitalmarkt richtig aufzutreten. Starke Standards sind ein positiver Wettbewerbsfaktor für den Standort Hessen. Nutzen wir die Chance, die Region Frankfurt wirklich zur Finanzhauptstadt Europas zu machen. Wenn sich alle Kräfte in der Europäischen Union, die fachlich den Brexit-Deal vorbereitet haben, wenn das Thema Brexit irgendwann abgearbeitet ist, für ein stärkeres Europa engagieren, dann bringen wir Europa gemeinsam voran. Machen wir Europa wieder so attraktiv, dass die Pro-Europäer die Volksabstimmungen auch mal wieder gewinnen. Machen wir Europa wieder so attraktiv, dass vielleicht auch wieder jemand der Union beitritt. Nutzen wir Europas Chancen und machen Europa groß. Das macht die Populisten klein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Stirböck. Für die Landesregierung erteile ich Frau Staatsministerin Puttrich das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich danke dem Abgeordneten Stirböck eben noch einmal für die Klarstellung, dass den Beschluss zum Brexit nicht die Europäische Union gefasst hat, sondern die Briten gefasst haben. Ja.
und dass für die Situation, in der wir uns im Moment befinden, nicht die Europäische Kommission oder die EU verantwortlich ist, sondern die Briten. Die Briten wissen nicht, was sie wollen. Die Briten sind zerstritten. Im Moment sieht es so aus, als gäbe es ein Stück Hoffnung, dass der harte Brexit vermieden werden kann und dass unter Umständen eine Verschiebung des Ausstiegsdatums ansteht. Ob es tatsächlich so kommen wird, das weiß keiner von uns. Ich bin in diesen Tagen, nicht nur in diesen Tagen, ja nun viel unterwegs. Und was die Unternehmen, ob es große oder kleine sind, oder was die Menschen besonders bewegt, das ist die Unsicherheit. Dass man nicht weiß, auf was man sich vorbereiten muss und kann, auf den ungeregelten Brexit oder auf einen geregelten. Und das hat Auswirkungen in den unterschiedlichsten Bereichen, wie wir sie ja schon häufig angesprochen haben und was ja nun auch im Europaausschuss dann noch einmal angesprochen wird und auch hier schon zur Debatte stand. Da geht es um das persönliche Umfeld, es geht um Aufenthaltsrechte, es geht um Staatsangehörigkeiten, es geht um soziale Ansprüche, es geht um den Arbeitsplatz, es geht auch um den Beamtenstatus, es geht um viele Bereiche hier. Es geht darum, ob man noch konkurrenzfähig ist, ob man Zölle zahlen muss oder nicht, und wenn Zollerklärungen erhoben werden müssen, in welcher Art und Weise, wie denn die Wegstrecken geplant werden, wenn es einen harten Brexit gibt, wie die Logistik entsprechend geschaffen wird und. Und insofern darf ich Ihnen versichern, und das hatten wir bei den unterschiedlichsten Debatten auch schon gemacht, dass die Hessische Landesregierung diesbezüglich gut aufgestellt ist. Jetzt will ich nichts vorwegnehmen, weil ja nun auch im Antrag steht, dass im Ausschuss entsprechend informiert werden soll, was wir diesbezüglich tun. Aber eines möchte ich vorwegnehmen. Die Struktur, die wir hier in Hessen haben, die ist einzigartig. Ich glaube, ich kann sicher sagen, dass kein anderes Bundesland diese Arbeitsstruktur hat, die wir seit dem Sommer 2016 geschaffen haben. Und allein in einer regelmäßigen Runde, in der sich Fachleute treffen, sei das Wirtschaft, sei das Finanzen, sei das Verwaltung oder andere gesellschaftliche Bereiche, hat man sich insgesamt in 200 Treffen, kleinen Treffen abgestimmt und ressortübergreifend geklärt, was bei uns an Handlungsbedarf besteht. Für den harten Brexit, was dann entsprechend kommen kann, also was entsprechend zu regeln ist. Wir sind entsprechend vorbereitet. Die Beispiele sind genannt. Genannt ist ja zum Beispiel die tierärztliche Grenzkontrollstelle am Frankfurter Flughafen, die entsprechend betroffen sein kann. Es sind Kontrollen am Frankfurter Flughafen und. Wenn ich das eben anspreche, sehr geehrte Damen und Herren, dann ist es eine große Herausforderung, bei der ich sagen kann, da haben sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns in der Landesverwaltung über die Ressorts hinweg mit diesem Thema auseinandergesetzt, um möglichst viel Sicherheit zu schaffen, um möglichst viel zu klären und um möglichst viel Unsicherheit bei den Menschen auszuräumen. Ich denke, dass das uns ganz gut gelungen ist, immer der Hoffnung, dass wir möglichst alles ergriffen oder bedacht haben. Wohl wissend, dass wir uns auf ein Szenario vorbereiten, sowohl auf einen harten Brexit, auf den Worst Case, als auch auf einen weichen. Dieses Gesetz, das eingebracht wird, ist nun der, der sich nun auf einen Brexit mit einem Abkommen besonders richtet. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich das eben anspreche, ich sagte eben, wir sind mit den unterschiedlichsten Maßnahmen dabei, uns darauf vorzubereiten, wenn der harte Brexit käme, von dem wir hoffen, dass er nicht kommt. Und wir sind genauso dabei, zu informieren. Und das ist für die Leute wichtig. Wie bekommt man schnell Informationen? Wir werden diese Woche online schalten, eine vernetzte Information, in der man relativ leicht das nachfragen kann, was in dem Lebensbereich der Menschen ist, an Fragen, die zu beantworten sind, die sich mit dem Brexit beschäftigen. Wir werden nicht alles neu machen und auch nicht alles neu machen müssen, weil es schon hervorragende Informationen diesbezüglich gibt, die wir auch entsprechend verlinken können. Aber wir wollen die Informationen auf einen Klick geben. Und das hat zwei abschließende Bemerkungen. Das eine ist, ja, wir sind im Moment dabei, uns besonders oder besser die Menschen besonders zu informieren, um das, was an Unsicherheit besteht, möglichst auszuräumen, soweit es denn irgendwie geht. Was wir nicht wissen, ist, was die Briten beschließen werden. Wir wissen nicht, ob sie beschließen werden, ob sie eine Verlängerung des Austrittsdatums nun beschließen werden oder auch nicht. Selbstverständlich, und das ist ja richtig, dass die Zeichen der Europäischen Kommission dorthin gehen, dass man sagt, wenn man eine Verlängerung haben möchte, dann wird man auch darauf eingehen, aber auch nur dann, wenn es Sinn macht. Und was mit Sicherheit keinen Sinn macht, ist, ein Verlängerungsdatum bis nach den Europawahlen zu schieben, weil man keinem erklären kann, dass man austritt
und gleichzeitig sich noch reinwählt. Insofern gibt es einen entsprechenden zeitlichen Druck, der diesbezüglich vorhanden ist, von dem wir alle miteinander nur hoffen, dass er entsprechend auch genutzt wird. Eines hat sich beim Brexit-Fest oder bei den ganzen Entwicklungen auf alle Fälle gezeigt, und das ist wichtig, dass die Europäische Union gestanden hat, dass sich nicht hat spalten lassen, dass sich nicht hat spalten lassen und dass uns eint bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, dass wir wissen, dass wir gemeinsam stark sind. Ich glaube, das ist ein wichtiges Ergebnis bei einer schwierigen Entwicklung, zu sagen, die europäischen Mitgliedstaaten stehen beieinander. Das müssen sie jetzt, und das werden sie genauso tun, wenn es um die entsprechenden Beziehungsabkommen geht. Bei den Beziehungsabkommen werden die Länder entsprechend mit einbezogen. Das hat der Bund uns entsprechend zugesagt, mit unserer Kompetenz, die wir mit der Erfahrung von Ort auch in die entsprechenden Verhandlungen mit einbringen können. Deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, ja, wir hoffen ja eigentlich, dass man das Gesetz überhaupt nicht braucht, weil es schön wäre, wenn die Briten tatsächlich zu dem Ergebnis kämen, einen schlechten Beschluss wieder außer Kraft zu setzen. Ich muss sagen, meine Zuversicht diesbezüglich ist eher beschränkt. Und wenn schon der Beschluss nicht rückgängig zu machen ist, dann wollen wir uns wenigstens gut darauf vorbereiten. Und das wäre mit dem entsprechenden Gesetz bezüglich eines geregelten Brexits auch entsprechend möglich. Hoffen wir das Beste. In 4 Wochen sind wir schlauer. Besten Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Puttrich. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt, und wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung. Ich frage, wer dem so zustimmen will. Es stimmen zu die Fraktionen der SPD, der GRÜNEN, der CDU, der FDP und von der AfD. Wer stimmt gegen die Beschlussempfehlung? Wer enthält sich der Stimme? Bei Enthaltung der fraktionslosen Abgeordneten und der Fraktion der LINKEN. Ich stelle fest, damit ist der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben. Und wir kommen zur Abstimmung über den Dringlichen Antrag mit der Drucksachennummer 20-232. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Es stimmen zu die Fraktion der SPD, von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, der CDU, der FDP und die AfD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Die fraktionslose Abgeordnete, die Fraktion DIE LINKE enthalten sich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit ist der Antrag angenommen. Wir sind am Ende der Tagesordnung für heute angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche einen erfolgreichen Abend und freue mich, Sie morgen wieder hier am gleichen Ort begrüßen zu können.